So, hier waren wir ja drinnen, genau. Boah. Kommen noch ein paar Nachladeruckler. Da hinten ist der Rauch, von dem der Fährmann erzählt hat. Den gehen wir auch gleich auf der Spur. Weil das aktiviert natürlich eine gewisse Quest. Ah, genau das. Oh, Sprengstoff 60. So, ist das hier? Ach genau, ach du Scheiße, das ist jetzt hier alles voller Sprengstoff. Ja, toll. Naja, muss ja jetzt mal ein bisschen außen. Ah, hier ist jetzt dann derjenige, der die gebaut hat. Nehme ich auch noch mal eine. Die Frage, ich hoffe, ich schleudere mir jetzt meine Belohnung hier nicht durch die Gegend. Buffout. Ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? Ah! Und. Ist noch was geflogen? Hm. Das gibt's doch nicht. Entschuldigung, irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals. Ups, was ist da rausgekommen? Buff out. Eine Rakete. Na gut, das ist jetzt nicht dabei. Bisschen Munition. Ja, aber an sich sage ich. Ach, Sturmgewehr. 5 mm Munition müsste das gewesen sein. Genau, auch Scharfschutzmunition, glaube ich, gewesen sein. Die sieht, glaube ich, auch so aus. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das war's jetzt allerdings, oder? Ja, obwohl 4 Stimpacks ist auch heftig, oder? Wie viel das ist. Wie viel man hier kriegt. Ja, gut. Ich muss mir. Irgendwie geht er nicht weg. Wow, wow, wow! Hab ich gar nicht gesehen. Also, richtiger Irrer hier. Haufenweise Stimpacks. Granaten. Wenn ich jetzt einen Skill gehabt hätte hier von wegen, dass ich keine Fallen mehr auslöse, wäre das natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber gut. Die Nachladeruckler gehen mir ein bisschen auf den Nerv. Ach, das da ist ein Bug, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Das hatte ich schon mal gehabt. Vorhin war das nicht am Anfang, wo wir angefangen haben, nebliger? Egal. Was ist da hinten? Da ist jemand. Boah, wie viel Schaden die machen! Ah! Ah! Alter! Okay, ein Bier, Harmonika und Maddox. Alter, habt ihr gesehen, was der für einen Schaden gemacht hat? Wie gesagt, ich würde es euch nicht empfehlen, doppelläufige Schrotflinte, weil die macht schon ziemlich Schaden. Ich würde euch echt nicht empfehlen, das so zu früh zu spielen. So. Ist hier irgendwas? Nee. Aber war hier nicht immer irgendwas? Doch, hier ist doch mal. Es hat ein Sumpfgebiet hier komplett. Genau. Ich glaube, wenn ich jetzt die Dinger schieße. Genau, explodieren die.
Schrotmunition. Medix. Ja, haufenweise Jet. Und Jet ist so irgendwie die Alltagsdroge hier. Voll die. Geil, einfach nur geil gemacht, irgendwie voll die. Ah, Punga-Pflanze. Sehr nützlich. Diese Punga-Früchte sind echt wirklich, wirklich gut hier. War hier nicht noch mehr? Ganz kurz gucken. Weil das hat ja. Ich habe jetzt nicht gerade darauf geachtet, wie dieser Punkt heißt. Zeltplatz mit Strandblick. Toll. Ja, total. Punga. Kann ich jetzt auch mal essen. Und mal ein bisschen. Fusel. 50, also 25 wert. Eigentlich ist es Schwachsinn. Das, ich glaube, das kann ich hier auch verkaufen, aber. Ich nicht. Ich schmeiß das jetzt mal weg. Da war. Das Zeug ist, glaube ich, hochgradig, ja. Verseucht. Egal, wir gehen jetzt mal, wie gesagt, da hoch zu der Villa. Weil da ist ja auf einmal Rauch, was wohl nicht oft der Fall ist. Und dann zeige ich euch nachher einfach nochmal mit die Punga-Früchte. Wobei, ich wollte mal die doppelläufige Schrotflinte. Gesägter Schrumpf, dann habe ich den Scheiß mitgenommen. Die Axt hätte ich auch nicht mitnehmen. Hier, die mache ich jetzt mal ein bisschen ganz. 81, Alter. Die nehme ich jetzt mal. Ist ja der Hammer. Ah, entdeckt Villa Calvert. Das ist eigentlich die Main Quest hier in diesem. Das ist jetzt. Ach, zu spät. Das ist, wie gesagt, sozusagen die Main Quest. Oh, wartet mal. Naja, ist egal. Den hier. Oh, was? Nein, 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 nein. In die Richtung des Hundes. Okay, Hunde. Wen schießt ihr? Da. Okay. Da wären beinahe ein paar Hunde draufgegangen. Stammeskleidung. Wie du bist. Aber du musst mir helfen, falls du am Leben bleiben willst. Alter, die verbraucht zwei Schuss. Aber irgendwie hat sie trotzdem nicht so dermaßen reingehauen, oder? Mal doppelläufige Schrotflinte, Munition. Ich muss ihnen schon mal gar nicht helfen. Jetzt müssen wir uns erstmal kurz hier umschauen. Das ist erstmal das Erste, was wir hier machen. Dann quatschen wir mal gleich mit ihnen nochmal. Red X, Red Away und Stimpex. Okay. Ach, da steht. Das hat er wohl rübergeschoben. Schlüssel erforderlich. Ja, dann quatschen wir mit ihm mal, oder? Wo ist er hin? Sie waren die ganze Nacht am Werk. Ich glaube, sie standen kurz davor, durch die Innenwände zu brechen. Folge mir. Ich werde nachsehen. Na, ich komme gleich. Muss ich das mitnehmen? Na, ich nehme erstmal mit. So viele, naja, Sachen komme ich nicht ran. Ah, die Waffen. Wie ist die Scheiße? Ich weiß auch nicht. Ihr habt es ja gesehen. So richtig.
richtig Schaden machen sie nicht, hä? Laserpistolen, warum habe ich hier so viele Laserpistolen schon? Wir nehmen mal ganz normal unsere Waffen weiter. Chinesisches Sturmgewehr könnte man eigentlich. Ja, wir nehmen mal chinesisches Sturmgewehr. Flammenwerfer, jo, was sie alles hat hier. Ja. Gleisnägel. Pfeile. Boah, alles voll. Ist ja der Hammer. Okay, hier noch haufenweise Zeug. Rakete, Rakete, Rakete. Nur eine Punga-Frucht, wa? Aha. Aktiviere, was? Punga-Experiment. Das ist doch so, sieht das Kartoffel-Experiment. Medics, Medics. Schön, toll. Und sonst ist hier nicht weiter. Es ist echt schade, dass hier keine Vorkriegsbücher sind, wa? Das ist, ich glaube, das haben die auch hier nicht eingeführt. Das ist irgendwie so wie abgezählt. Wo ist denn jetzt hingegangen? Hier hoch? Ich glaube, das hier hochgegangen, oder? Oder auch nicht. Upsala, denn ist er. Hä? Der war doch hier unten. Ist er hier reingegangen? Ja. Hey, hier drüben. Also das chinesische Sturmgewehr ist schon ziemlich krass, oder? Ah, die benutzen Jagdgewehr. Oh ne, 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 dann greife ich den anderen an. Gibt es hier Erfahrung oder gab es das jetzt insgesamt? So. Ein bisschen Jagdgewehrmunition. Nein, das Messer wollte ich nicht. Das Messer kannst du wieder haben. Nein. Dann. Ich die Jagdflinte haben. Es sieht so aus, als ob sie von da oben irgendwo reinkämen. Schnell, folge mir. Geh durch diese Türen und die Treppe rauf. Finde raus, wo sie reinkommen und halte sie auf. Ich behalte die Kameras im Auge. Los! Ja, ja, mach mal. Was war das? Ah. Wie er nach oben guckt. Oh, und links kam es auch raus, oder? Oh, verdammt. Den linken möchte ich als erstes bitte haben. Irgendwie mache ich noch nicht genug Schaden, kommt mir so vor. Was? Ah doch. Und noch einen auf den anderen. Oh, nicht schlecht. Zwei in einen Warzmund, das ist nicht schlecht. Und den auch noch, komm. ja, ich liebe diese Waffe. Hab ich das schon mal gesagt? So. Ich warte eigentlich, bis man mal die anderen Waffen findet, anstatt diese kack-doppelläufige Schrotflinte. Da gibt es noch bessere Waffen hier. Ich hatte das auch immer so in Erinnerung gehabt, dass die zwar zahlenmäßig stark da steht, aber gar nicht so stark ist. Also, oh, ups. Also sie ist schon stark. Wenn ihr natürlich vor den Gegner genau davor steht, dann macht ihr sofort Schaden an denen. Also ziemlich genauen Schaden und das macht natürlich guten Schaden. Aber alles andere ist scheiße, weil die Waffe streut wie Sau. Aha, okay. Die ganzen Kameras. Okay, hier ist irgendwie lang gekommen.
Du kannst gleich da bleiben, wo du bist. Was ist das gemein, Alter? Ist niemand zum Aufstehen gekommen. Ja, der Warzenmodus ist halt wesentlich genauer. Klar, logisch. Was haben wir hier? Munition. Ein Stimpack. Ich darf das Bett nicht benutzen. Habt ihr gesehen? Oh Mann, ey. Wow. Was geht denn hier ab? Kernspalt. Alter. Mal gar nicht übertrieben. So, hier haben wir ein bisschen Vorkriegsgeld. Das nehmen wir uns natürlich gerne. Also es ist nicht komplett die Hauptstory. Das ist hier so ein... Eigentlich kann man das sehen wie ein erweitertes Gebiet. Aber das ist so ein bisschen die Kernstory hier. Von diesen Typen. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Kinderspielzeug, ihr wisst ja, ist für uns sehr praktisch. Na, kommt euch das hier irgendwie bekannt vor? Ja, war das ist das gleiche Gitter, was wir am Anfang vom Fallout 3 bekommen haben. Ach, das ist ein schönes Spielzeug, was die Kinder haben. Medizin und Munition. So. Ja, Notenständer, aber bestimmt keine Notenhefte. Da müssen wir auch noch welche sammeln. Da haben wir, glaube ich, nur eine bis... Wow, wo kommst du her? Ah, er hat einmal diese Waffe, die ich haben will. Wo kommst du her? Wo seid ihr denn hergekommen? Noch nicht. Genau, Unterhebel-Repetiergewehr. Das ist auch ein richtig starke Waffe. Ja, hier brauche ich gar nichts mehr verändern. Das wird definitiv voll werden. Ja, was kann man jetzt machen? Medizin müssten wir noch reparieren. Möchte ich halt noch sehr hoch haben. Wa? Wissenschaft logischerweise auch. Schleichen halt ja auch gerne. Sprengstoff ist halt auch nicht unwichtig. Ja. Wenn ich jetzt wenigstens auf 60 mache, dann aber ich will erstmal reparieren höher kriegen. 23, den Rest mache ich später. Schleichen möchte ich auch. Ja, umso mehr, umso höher Medizin. Da bin ich wieder. Mich hat gerade Skype rausgeschmissen. Irgendwie wollte sie Skype einfach aktivieren. Mann. So, ich muss ja gerade bis hier wieder hinspielen, weil es mich ja so weit zurückgeworfen hat. Weil wenn das Game ja hier animiert wird, stürzt es ja ab. So, gucken wir mal. Was haben wir denn noch? Das ist eigentlich sehr interessant. Leichter Schritt ist sehr interessant. Vielleicht erhalten sie die Wirkung aller Medikamenten, die sie einnehmen. Doppelte lange. Ja, das ist auch nicht schlecht. Kannibale. Ach, Abbruch, das haben wir jetzt auch schon mit jedem. Achso, diese rechnen sie sämtlichen Explosionsschaden. Ja, nee, das brauche ich nicht. Windhund kann man, glaube ich, auch benutzen. Man kann sie in Deutschland einsetzen. Darüber hinaus erhöht. Gut, okay. Tja. Leichter Schritt wäre meines Erachtens die beste Variante für das jetzt. Ansonsten das hier alles, das möchte ich auch erreichen. Da muss ich eben halt, ich habe jetzt nochmal andere Werte genommen. Leicht andere, aber glaube ich nur. Jetzt muss ich mal gucken, was ist noch. Ninja ist auch geil. Ah ne, doch nicht. Das ist halt natürlich auch gut, aber das ist halt Level 20. Achso, nee, Quatsch. Was fehlt mir denn dafür? Oh, okay.
Oh, Star ist auch sehr geil. Aber wenn sie Aktions viel schneller als normalerweise zurück. Ja, ja, ja. Ah, da gibt's richtig krasse Sachen noch. Das sind die letzten, die man so bekommen kann mit 30. Naja, wir nehmen jetzt erstmal, wie gesagt, genau, leichten Schritt. Das ist schon sehr gut. Damit lösen wir keine Fallen mehr aus. Oh, beim zweiten Mal durchlaufen ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie verdammt viel Schaden diese Gegner machen. Ich bin jetzt haben die mich so oft getroffen eben mit dieser Schrotflinte, dass ich tatsächlich meine ganzen Sachen zum Heilen wie Nuka-Cola so oft gebraucht habe. Wow. Und ich mir jetzt tatsächlich meine Stimpacks benutzen musste. Ist ja nicht so schlimm. Naja, wir sind da, ich hab 600 Stück oder so. Die Hunde reagieren. Ach, diese. Ach, seht ihr, wie viel Schaden ich schon bekommen habe? Und ich habe schon echt viel Verteidigung, das dürfen wir mal gar nicht vergessen. So. Aber was ich sehr gut nämlich an diesen Waffen hier finde, diesen Unterhebel-Repetiergewehren, ist, dass die nämlich auf 10mm Munition reagieren. Das ist natürlich total geil. Das möchte ich jetzt auch einfach mal jetzt mal einführen, dass ich die mal benutze. So. Wo sind sie denn? Da. Hä? Ich habe nur eins bisher gefunden. Wieso? Ja, mit den Mod lassen sich ja keine Add-on-Waffen reparieren. Oh, scheiße. Ja, mit 32 Scham brauche ich jetzt auch nicht antanzen. Jagdgewehr. Naja, gut, okay. So eine ähnliche Waffe gibt es auch in den normalen Gegenden von Washington DC. Da bekommen wir sowas ähnliches, bloß dass die auf Magnum-Munition basiert da. Und ich glaube, macht sie sogar mehr Schaden? Ich weiß es gar nicht. Heilen wollte ich mich eigentlich. Seht ihr, ich habe keine Heilung mehr so an sich. Wollte ich jetzt nicht, Quatsch. Hier könnten wir nochmal mit ihnen sprechen. Ach so. Machen wir gleich, wartet mal. Ich muss jetzt nochmal hinzugucken. Ist hier noch was? Hier komme ich nicht weiter, wa? Also auf diesen Gaskanister da. Wollt aber mal hier rein? Na, dann halt nicht. Uiuiui. Ja, gut. Das war's dann wohl. Für diese Stelle. Machen wir uns auf den. Hier drüben. Gut, dass du dieses Loch geschlossen hast. Komm jetzt schnell hier rein. Wie es aussieht, brechen sie gleich vom Ostflügel aus durch. Ja klar, der hat Haare und Schnurrbart, das ist mir gerade aufgefallen. Oh, der hat einen Unterhebel-Repetiergewehr da eingebaut. Oh. Der da. Den habe ich nicht getötet, den einen habt ihr gemerkt. Weil ich habe den Punkt nicht bekommen. Na. Hallo. Naja, gut. Ah, ich habe die Erfahrung bekommen trotzdem. Ist das vorbei? Vorbei ist es noch gar nicht. Hier ist nochmal das Unterhebel-Repetiergewehr.
hab den Gegner noch im... Und von wo kommt ihr? Wo geht's überhaupt weiter? Schnell, geh da rein, bevor noch mehr rauskommen. Finde raus, wo sie reinkommen und halte sie auf. Ich will